So, moin moin und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gun Home. Ja, ich hoffe, ich hab. Scheiße, ich hab noch gar nicht. Warte mal, Schachtel nehmen. Was haben wir hier? Oh. Morphium. Okay, ein Schlauch zum Abbinden. Okay. Okay. Brief lesen. Schwesterherz, ich schreibe hier. Warte mal, von Oscar Mason an Mary Greenbrier. Okay, unsere Oma. Nicht, unsere Tante. So, Schwesterherz, ich schreibe hier, was auf die eine oder andere Weise mein letzter Appell sein soll, der unbeantwortet bleibt. Ich fühle mich wie ein Gefangener auf einer Insel, ohne einen Kerkermeister, ohne eine einzige Menschenseele zur Gesellschaft, nur meinen Geist. Sich selbst ergründend, endlos, endlos nach Erlösung suchend. In den Jahren seit meiner Verfehlung, Entschuldigung, nach meiner Verfehlung habe ich nicht nach Absolution ersucht, nur nach einfacher Vergebung. Mit guter Absicht habe ich mich selbst von jeglicher Versuchung entfernt, geopfert, um meine Hingabe auf jede erdenkliche Art zu beweisen. Seit Mutters Dahinscheiden habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht als Anerkenntnis durch meine eigene Familie. Wieder als Mensch behandelt zu werden, wieder eine Luft zu atmen, erfüllt vom menschlichen Geist. Durch Gnade kann selbst ein Schurke wie ich errettet werden, aber ich erwarte es nicht. Erhalte ich keine Antwort, soll ich von nun an meine Strafe akzeptieren und eines Tages einfach vergehen. In brüderlicher Liebe, Oscar Mason. Ja, yeah. Gut, ja, kann ich jetzt im Moment noch nichts mit anfangen. Was es hier mit den Glocken auf sich hat, müssen wir noch herausfinden. Ja, hier hatten wir alles. Diese Karte haben wir noch nicht. Den Zeitungsausschnitt. Boone County Register. Freitag, 10. September 1965. Masons Apotheke wechselt den Besitzer. Überraschend wurde heute bekannt, dass Masons Apotheke in der Main Street zum ersten Mal seit ihrer Eröffnung vor 10 Jahren den Besitzer wechselt. Gerüchten zufolge sei der plötzliche Verkauf der Apotheke für einen Spottpreis über die Bühne gegangen. Es wird sogar spekuliert, der Verkaufspreis wäre nur ein einziger Dollar gewesen. Danach gefragt wäre, antwortete Mr. Samuel Ornstein, Oscar Masons langjähriger Assistent und neuer Besitzer von Masons Apotheke, dem Register. Die Details gehen nur Mr. Mason und mich etwas an. Mr. Mason selbst ist krank und stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Masons Apotheke immer noch in der Main Street, aber unter neuer Leitung. Foto Jay Hayden. Ja, kann ich jetzt auch nicht viel mit anfangen? Alter. Wo kommen wir raus? Okay. Woman Outlaws. Outlaws, Entschuldigung. Das wird dich lehren, wer das Sagen in dieser Kaschemme, wer das Sagen hat in dieser Kaschemme. Sie ist das reinste Wildpferd. Ich lass mir doch keine Frau. Ja, Entschuldigung. Was haben wir da? Grill Justice No. Okay. Captain A. Revolution Grrr. Aha. Wipers. Tritt gegen die Patriarchie. Genug gehört. Reicht es dir? Der große Goodfellow-Aufstand von 95. Goodfellow, ach so, ja gut, das ist dann aus ihren Comics und so. So, Socke, warum lässt die über ihre Socken liegen, Alter? Sonic Youth, The Amps und Bikini Kill. Bikini Kill, Alter. Hier ist auch keine Pizza mehr drin. Etikett. Okay, das haben wir auch. Brief lesen. An Samantha Greenbrier. Absender, Direktor Sheldon Grossman. Geehrte Miss Greenbrier, ich weiß die Zeit und Mühe zu schätzen, die Sie in Ihren Brief an mich gesteckt haben. Er zeugte von Initiative und war gut geschrieben. Aber er ändert in dieser Angelegenheit nicht meine Meinung. Ich verstehe zwar, dass Miss DeSoto eine Freundin von Ihnen ist,
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie Schuleigentum mit Obszönitäten verunstaltet hat. Dass sie angeblich ihren Spind verunstaltet hat, als Vergeltung dafür, dass ein anderer Schüler dasselbe mit ihrem Spind gemacht hat, ist dabei irrelevant. Okay. Und um auf ihre Beschwerde einzugehen, dass bisher noch kein anderer Schüler in dieser Sache bestraft worden ist, Tatsache ist, dass sich bisher noch niemand schuldig bekannt hat und es keine überzeugenden Beweise darauf gibt, wer ihren Spind verunstaltet haben könnte. Mit anderen Worten, es gibt niemanden, um ihn zu bestrafen. Ich würde vorschlagen, Sie lassen diese Angelegenheit ruhen, denn ansonsten wird sich wohl noch mehr ungewollte Aufmerksamkeit auf Sie richten. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie schließlich behauptet, das sei überhaupt erst der Auslöser für diesen Vorfall gewesen. Mit besten Grüßen, Direktor Sheldon Grossman. I don't get Lonnie sometimes. Like, her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie? About who she is? She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Okay. Es wird immer alles mysteriöser. Ein bisschen. Das ist eine Mom-und-Dad-Anlügesituation. Aber das war es so wert. Die Mädchen auf der Bühne waren so laut und echt und toll. Und alle bewegten sich gemeinsam, wie auf einer riesigen Welle aus Musik. Okay. Das Mädchen vom Psychohaus. Das Coolste daran, das Mädchen vom Psychohaus zu sein. Coole Sache Nummer 1. In der Schule meinen sie alle, du merkst nicht, wenn sie dir hinterher schauen und das Tuscheln anfangen, wenn du vorbeiläufst. Die meinen echt, ich bekomme nichts von dem mit, was um mich herum abläuft. Okay. Kostüme, Skelette und Teufel. Cheerleader aus dem Smells Like Teen Spirit Video, ein Mädchen verkleidet als Jackie Kennedy. Okay. Gut. Wir auch schon, oder? Nein, waren wir nicht? Moment. Da ist das. Nein, hier waren wir noch nicht. Hier sind hinter der verschlossenen Tür, ne? Ah, alles klar. Mal Licht anmachen hier. Gut. Das ist wirklich sehr gut. Jetzt will ich noch mal eben gucken, wo wir hier hinten rauskommen. Noch ein höher. Okay, also kommen wir oben raus, aber wo? Ah. Alles klar. Gut. Soweit, so gut. Glockenrätsel noch nicht gelöst. Vielleicht später. Mal gucken. So, was gibt es denn hier Schönes? Lehrbuch. Im Spanisch-Lehrbuch, ja, nee, ohne mich. Angebot einer Beförderung. Sehr geehrte Oberforstbeamtin Greenbrier. Aufgrund der beispielhaften Leistung des kontrollierten Waldbrandes in Flintlock letztes Jahr und des Bedarfs an erfahrenem Personal im Amt, möchten wir Ihnen gerne eine Stelle als Bezirksleiterin anbieten. Sie wären dann verantwortlich für den gesamten Nordwesten Oregons. Ihr Arbeitsplatz wäre nicht mehr am Flintlock Nationalpark, National Forest, Entschuldigung, sondern im Bezirksamt in der 128. Bullhorn Road. Für die Besetzung Ihrer ehemaligen Stelle mit einem anderen Ranger wäre Ihre Meinung natürlich maßgeblich. Bitte übersenden Sie uns Ihre Entscheidung schnellstmöglich. Wir freuen uns sehr auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Bruce Pendleton, 8.2.1995. Ja. Okay, da ist was. Abriss ansehen. 102 King FM präsentiert. Earth, Wind and Fire im Civic Auditorium. 23. Februar 1995, 20 Uhr. Alter.
Notiz lesen. Sam, dieser Schädel ist das coolste, das ich in Mexiko gefunden habe. Und es hat nur 3 Mäuse gekostet. Amerikanischer. Ich liebe ihn. Frohe Weihnachten. Vermisse dich. PS, halte ihn in Ehren. Ich sehe da keinen Schädel. Das, also. Warum war der Bereich abgeschlossen? Warum? Zur Hölle. Was haben wir da? Broschüre. Notiz lesen. Hi Jan. Ich habe 2 Karten für Earth, Wind und... Naja, ihr wisst schon, was... Fire? Hieß das so? Keine Ahnung. Am Donnerstag. Aber meine Freundin möchte nicht mitgehen. Da merkt man wieder, dass sie nichts vom Sieg versteht. Ich habe also eine Karte übrig und dachte, vielleicht hast du Interesse. Besser als im eiskalten Regen im Wald zu arbeiten, oder? Rick. Oh, Muttern. Muttern, Muttern, Muttern. Hier haben wir nichts. Wintergarten? Mit Schreibmaschine? Wie kommen wir da hin? Ordner öffnen. Notiz ansehen. Sam, du hast uns heute Nachmittag nicht zuhören wolltest. Achso, da du uns heute Nachmittag nicht zuhörst. Ja, Alter, was ist denn los? Wolltest haben deine Mutter und ich beschlossen, dir diese Nachricht zu schreiben, damit alles absolut klar ist. Du hast für den Rest des Monats Hausarrest. Außerdem sind deine Telefonprivilegien gestrichen und du darfst dein Auto nur noch nutzen, um damit zur Schule zu fahren. Wir verstehen, was du durchmachst, aber wir können nicht erlauben, dass du dich in der Schule weiterhin so benimmst. Und wenn der Arrest vorbei ist, können wir dir natürlich auch nicht erlauben, deine Zimmertür zu schließen, wenn Lonnie da ist. Das ist das letzte Wort in der Sache. Reiß dich zusammen, damit das nicht nochmal geschehen muss. Dad. Okay. Bestanden, Samantha Greenbrier. Zum Direktorbüro. Was? Klasse 11. Verwiesen durch... Machus? Grund, Verteilung unangemessener Materialien in der Schule. Was waren das denn? Phone call to students parents. Ach so. Okay. I had an interesting talk with Mom and Dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, She-Ra. Mom and Dad didn't, I guess. But they saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them, because they're in for one very long phase. Okay. Ja gut, das muss wirklich hart sein für so ein Teenager-Mädchen. Hi Mom and Dad, der Vatikan ist bizarr. Wie man sieht, hat die katholische Kirche immer noch einen Haufen Geld aus dem Mittelalter übrig. Ich habe mir die ganze Kunst angesehen, auch die Decke der Sixtinischen Kapelle und die Skulpturen von Michelangelo, Donatello und dem Rest der Hero Turtles. Mom, wir müssen hier nochmal zusammen hin. Ich würde mich über jemanden freuen, der die ganze Geschichte hinter allem hier zu schätzen weiß. Und Sam, wir haben hier verschiedene Relikte, damit meine ich Körperteile wichtiger toter Leute, also solltest du auch herkommen. Nächster Halt, Barcelona. Keine Sorge, Dad, ich lasse mich schon nicht von einem Bullen aufspießen. Alles Liebe, Caddy. Huch. Ja, nee, das ist jetzt nicht so meins hier. So, Radiergummi, was haben wir da? Squishmaster. Wenn hier gleich irgendwo einer steht, ne? Ich schreie wie ein kleines Mädchen. Brief lesen. Als erstes, herzlichen Glückwunsch. Janice Greenbrier, Bezirksleiterin. Ich gratuliere schon mal, weil ich weiß, dass du den Job annehmen wirst. Oder etwa nicht? Worauf wartest du noch?
Eine extra Einladung? Ruf sie zurück. Aber in der Zwischenzeit lass uns über den Ausflug mit deinem flanellgekleideten Adonis reden. Wie toll. Aber du klingst, als würdest du da etwas zu viel reininterpretieren. Sicher, dass da was ist? Du hast gesagt, er hätte auswärts seine Freundin. Sicher, dass das nichts Ernstes ist? Na schön, wir müssen mal herausfinden, wann wir uns mal wieder treffen können. Schluss mit den Briefen. Ich muss dir noch eine Margarita ausgeben, um die neue Stelle zu feiern. Hoffentlich bald, Carol. Okay. Ja. Muttern, 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 muttern. Was war das? Was will ich haben? The Gits. Nicht zerknittertes Manuskript. Aber das ist zerknittert. Ein ganz normaler Krieger. Terence L. Greenbrier. Gib das nicht auf, Liebling. Ach Mann, ey. Ich hasse sowas. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein. Ja, nö, die Musik gefällt mir nicht. Nö. Muss man hier jetzt die ganze Zeit so mit Schiebetüren rumhantieren? Gibt's hier keinen Lichtschalter? Ah. Ist hier wieder irgendwo ein Fernseher an, oder? Was haben wir da? The Booth Bay Cookbook. Aha. Ja gut, ist eine Küche. Da. Ah, cool. Was haben wir hier? Keine Köpfe, keine Körperteile. Ist ja schon mal nicht so verkehrt. Eis. Ketchup, Cola, Milch. Ah, Salatdressing. Soße, Käse. Ah, Obst. Und nochmal nix. Wollen wir mal gucken. Sams Plan. Arbeit im Crown Burger an der Meatle Road. Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 15 bis 19 Uhr. Samstag, 12 bis 18 Uhr. Mr. und Mrs. Jonathan Blair bitten um ihre Ehre, um die Ehre ihrer Anwesenheit bei der Hochzeit ihrer Tochter Helen Margaret. Mit Mr. Richard Morris Pettermatch. Sonntag, der 4. Richard Pettermatch. War das nicht der Ranger? Hieß der nicht so? Am Sonntag, der 4. Juni 1995 um 16:30 Uhr nachmittags. Sunset Lutheran Church, Seaside, Oregon. Ich weiß nicht. Geschirrspüler, ja. Ah. Kaputt? Kaputt. Ja, toll. Aber nix. Auch nichts. Ja, ein bisschen Hausarbeit. So. Huh. Okay. Was ist das? Aktenordner, da war ja eigentlich nie was drin, ne? Was haben wir hier? Herzlichen Glückwunsch zur neuen Stelle, sehr geehrte Frau Forstbezirksleiterin Greenbrier. Ich habe Ihre schriftliche Zusage erhalten und möchte Ihnen zu Ihrer neuen Stellung als Bezirksleiterin des Landesforstamtes gratulieren. Wir wünschen Ihnen viel Glück während der letzten Woche im Flintlock National Forest und freuen uns darauf, Sie am 1. Mai um 8 Uhr an Ihrem neuen Schreibtisch im Amtsgebäude zu sehen. Mit freundlichen Grüßen, Bruce Pendleton, bla bla bla, bla bla bla. Gut. Da ist noch, das können wir nicht nehmen. Gut, telefonieren will mit uns auch keiner. Juni 95. Katie kommt diesen Monat nach Hause. Ruf noch an wegen genauem Datum. 3. bis 7. Juni. Kurztrip zum Hochzeitstag. Ja, schön. Schön. Da, Garage. Buch nehmen. Ein ganz normaler Geächteter. Ja gut, das hatten wir ja schon... Seiten lesen. Sehr geehrter Mr. Greenbrier. Ich hoffe sehr, Sie erhalten dieses Schreiben bei bester Gesundheit. Verflucht, das ist beinahe ein verdammtes Wunder, dass Sie es überhaupt erhalten. Haben Sie eine Ahnung, wie lange wir schon versuchen, Sie zu finden?
Keine Angst, wir sind nicht die Bullen, die Männer in Schwarz oder irgendwelche gruseligen Faschistentrolle. Genau genommen sind wir auf ihrer Seite. Aber lassen Sie mich von vorne anfangen. Unknown Dimensions ist, was man einen Nischenverlag nennen könnte. Wir handeln mit seltsamen, mit seiner Zeit vorausseiendem, mit der Art des verlorenen, aber nicht vergessenen, von einer kleinen, aber engagierten Gruppe von am Strom hängenden da draußen seienden Massenmarkt. Ablehnenden Werks, alter Hölle. Das nur zu seinen eigenen Bedingungen verstanden werden kann. Wir hatten seit unserer Gründung vor 4 Jahren beispiellosen Erfolg damit, zeitlose Werke aufzustöbern und Christus oder besser Zombie gleich wieder zu beleben. Wie zum Beispiel Anna and Bestmans, Nachricht der Schlangenmenschen, Es ist in mir von Jens Keller und Emil Kriegers oft zensiertes Buch Venusianische Fleischhändler. Aha. Aber seit wir ramponierte Exemplare ihrer ganz normalen Serie bei einem Wohltätigkeitsbasar einer Kirche in Long Branch, NJ, entdeckt haben. Das ist wahrscheinlich auch wieder hier Bundesstaat, ne? In New York? Nord irgendwas? Keine Ahnung. Haben wir versucht, den Autor dieser seltsamen und düsteren amerikanischen Außenseiterkunst zu finden. John Russell, bei Tag freundlicher Versicherungsvertreter, aber des Nachts rücksichtsloser, geschichtsverändernder Soziopath, ist genau die Art verdrehter Friedensstifter, die das moderne Vorstadt-Amerika verdient. Es ist unsere Mission, ihn wieder ins Leben zurückzubringen, da ihr ursprünglicher Verlag Mercury Books vor 10 Jahren pleite gegangen ist, wollen wir Sie um die Genehmigung bitten, eine neue Auflage Ihrer Werke zu drucken. Wir hätten von Ihnen gerne ein neues Vorwort für die Bücher, die als brandneue Edition von Ein ganz normaler Retter und Ein ganz normaler Geächteter erscheinen werden. Sie werden von Unknown Dimensions als limitierte Auflage produziert und direkt unserer höchst anspruchsvollen Käuferschaft angeboten werden. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen auf die Reise zu gehen und Ihr Werk wieder schreiend in die schwitzenden Hände der arglosen amerikanischen Öffentlichkeit zu drücken. Es ist Zeit. Starten Sie durch. KAZ, medizinisch, Medisch-Kaschinski, Herausgeber, Unknown Dimensions, New Ark. Okay, fand ich jetzt ein bisschen schwierig geschrieben. Ja, die Garage, weißt du was, die gucken wir uns jetzt noch. Nein, das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.